Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir, dem Thorsten Gartute, beim Clan Spätzle mit Soße. Ja, ihr müsst mir das sagen, Leute. Im letzten Video hatte ich ein bisschen Tonprobleme. Also nicht Tonprobleme, sondern eher Mikrofonprobleme. Und dem einen oder anderen ist das vielleicht aufgefallen, dass so ein paar Silben und so ein paar ganze Wörter teilweise komplett verschluckt wurden. Ich habe heute mal an meinem Sound und am Mikro so ein bisschen gearbeitet. Vor allen Dingen auch an der, an der Mikrofonposition. Und denn ich habe immer zwei Popfilter davor, sonst hört ihr so Leute wie pop, pop und so immer sehr, sehr stark. Und ihr müsst mir das ruhig in die Kommentare schreiben, falls es euch nicht aufgefallen ist. Mir ist es aufgefallen, erst so ein bisschen im Nachgang. Aber worum geht's heute? Ja, Queen rausnehmen. Ob das immer sein muss, weiß ich nicht. Aber RH9-Taktik-Folge habt ihr euch gewünscht, habe ich jetzt mal kurzfristig aufgeschnappt. Und ich glaube, viele von euch sind ja auch so ein Rathaus, so wie ich es eigentlich bin, Level 15er. Hoppla, Level 15er King, Level 16er Queen. Das ist jetzt nicht ganz so abwegig. Hier ist mal so ein, obwohl, hier ist mal mein Profil, ja. Das ist mal mein Profil und ihr seht, viele fragen immer, Toto, wo hast du die vielen Gems? Ja, macht die Errungenschaften hier, sammelt, was das Zeug hält. Holt euch die Gems aus den Spielen und aus den Events. Ich hole mir jetzt erstmal diese 1000 hier ab und dann komme ich jetzt auch wieder hier oben in mein Profil rein. Also viele von euch sehen ja, glaube ich, sehr, sehr ähnlich aus. Das heißt also, die Truppen schon, ja, ich glaube, sie sind schon maxed. Ich glaube, ich muss nur noch, was muss ich denn eigentlich noch machen? Nein, meine Truppen sind noch längst nicht maxed. Zwei Zauber noch, zwei Truppen noch. Und dann bin ich erst maxed hier. Aber ich glaube, viele von euch sehen so aus, wie ich hier mit dem Rathaus 9, also mit dem Schief-Account. Und ich zeige euch einfach mal, zwei Angriffsstrategien aus unserem letzten CK. Da ich so ein bisschen aufgeschnappt habe, habe ich jetzt nicht so drauf hingearbeitet, aber wir gucken einfach mal rein. Und hier sind wir im ersten Dorf, was ich gemacht habe. Also, ihr seht das hier, es ist ein Maxed-Out Rathaus 9er Dorf, aber Helden so ein bisschen ähnlich wie ich. Okay, eine 10er oder eine 11er Queen. Und wo ist der King eigentlich? Ja, hier oben rum 14er King. Ja, das ist schon ganz nah dran an mir. Ich war relativ hoch gelistet hier. Und also, was haben wir eigentlich als Ziele hier mit dem Packerwalk? Ich habe einen Packerwalk genutzt mit Hox am Ende. Ist immer noch eine sehr, sehr gängige Taktik im RH9-Bereich. Da macht man mal so kleine Dinge. Ihr seht das, ich habe jetzt mal nicht einen, oder ich habe nicht, sonst habe ich mal zwei Babydrachen dabei. Dieses Mal ist es nur einer, weil ich mal ein paar mehr Magier mitgenommen habe. Warum das so ist, das werde ich euch direkt zu Anfang erklären. Ich funnel hier unten also erstmal über die Zauberfabrik ein wenig mit dem Babydrachen, denn der bekommt erst ganz, ganz spät. Ihr seht das, wie weit der eigentlich jetzt gehen kann, ohne dass er jetzt erstmal großartigen Beschuss bekommt. Und bin dann allerdings schon mit meinen Packers reingegangen. Ich halte das immer mal wieder kurz an. Hat einfach den Hintergrund, dass wir natürlich jetzt erstmal die Gebäude hier rausnehmen müssen, damit die Packer nicht rumrennen. Die sollten mir ja hier nicht rumrennen, sondern die sollen ja in die Base rein. Das Coole ist an dieser Base eigentlich, so finde ich das, ich bin nicht so der Taktikfuchs, aber so ein bisschen dahinter steckt ja hinter so einem Angriff immer was. Also wir müssen die Queen rausnehmen und ihr seht das, die Luftabwehren sind super weit weg. Das heißt also, meine Heiler passiert erstmal gar nichts. Der Feger steht in die Richtung und der andere Feger auch in eine ganz, ganz andere Richtung. Das heißt also, auch meinen Heilern passiert erstmal überhaupt nichts. Und ich gehe mal ein bisschen näher rein. Also die Queen muss weg. Ich habe jetzt alle vier Magier hier unten gezogen, damit mir die Packer in jedem Fall nicht außenrum rennen. Und ihr seht das jetzt schon, die gehen direkt auf die Queen zu. Ja, ein Schlag von drei Packers, dann ist die Queen weg. Muss man mal ganz klar so sagen. Und vor allen Dingen alle Packer jetzt unter Heilung. Bowler hinterher. Zwei Stück driften mir so ein bisschen raus. Das war aber nicht schlimm. Die Queen sollte mir ein bisschen mit reingehen. Die macht jetzt erstmal das große Lager. Und jetzt erstmal die Clanburg gegiftet. Und ihr seht das schon hier oben. Der X-Bogen ballert jetzt die ganze Zeit schon auf meine Packers. Was natürlich sehr, sehr super ist. Denn ich bin dann, nachdem die Clanburg endlich eliminiert war, bin ich von hier oben mit den Hawkridern reingekommen. Das heißt also, ja, es sind ein bisschen viele pro Defense. Aber ich wusste, dass mich hier sicherlich um den Magierturm hier sehr, sehr viel erwartet. Also die großen Löcher hier
da sind ganz, ganz klar Bomben drin und Fallen. Und dann ist da natürlich auch der nervige King und jetzt kommt auch noch eine Tesla-Farm hoch. Okay, ist alles nicht so schlimm. Nächste Riesenbombe seht ihr da, ist beziehungsweise nächste Riesendoppelbombe eigentlich, denn der Bombenturm geht hoch, hat auch noch normal eine Bombe, also das zähle ich immer so ein bisschen als Riesenbombe. Und jetzt gehen meine Truppen zwar so ein bisschen außenrum, aber King und Queen sind noch voll dabei. Und das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn jetzt meine Hawks sterben. Die haben ihren Job gemacht, muss man mal ganz, ganz klar so sagen. Und ich habe hier immer noch, glaube ich, ja, ich habe immer noch alle Packerdamen dabei. Also alle drei sind hier noch am Start. Und oh, entschuldigt bitte. Und deswegen war das an der Stelle überhaupt nicht schlimm. Der nervende König ist dann natürlich auch Geschichte, relativ zügig. Und jetzt brauchten die hier nur noch außen rumgehen und haben echt, nicht mehr viel zu tun hier. Nur noch den einen Minenwerfer und dann waren das hier, zumindest mit der Taktik, immer noch sehr, sehr gängig. Ich lasse das jetzt auch bis zum Ende spielen, damit ihr mal so ein bisschen so die Truppenkonstellation seht. Das Ganze kann man auch anders machen, wenn man anders funneln kann. Dann nimmt man die Magier weg, nimmt vielleicht einen zweiten Babydrachen mit in dieses Deck hier rein. In dieses Deck, wir sind ja nicht bei Clash Royale. Also in die Aufstellung hier mit rein. Oder aber man lässt den Babydrachen ganz weg und nimmt vielleicht mehr Hawks mit. Je nachdem, wie gut man funneln kann. Und wir gucken mal den zweiten AG an. Beim zweiten Angriff habe ich mir nicht jetzt Ähnliches gedacht, aber auch bei diesem eigentlich lupenrein Golaloon. Also es ist ein, wir haben zwei Golems, wir haben zwei Lavahunde, wir haben ein paar Luftballons dabei, ein paar Magier, sechs Magier. Das kommt immer ganz auf die Helden an. Früher habe ich immer mehr, je kleiner meine Helden waren, desto mehr Magier habe ich mir mit eingepackt und auch an meinem Golem stand immer so ein bisschen angelevelt. Mittlerweile jetzt mit dem über 15er Pärchen hier, oder 15er Pärchen, nehme ich nur noch 5, 6 Magier mit. Man kann auch noch weniger mitnehmen. Aber was habe ich mir eigentlich gedacht? Ich denke, wir kommen über diese Seite hier. Die ist erstmal nicht stark verteidigt. Das kommt noch dazu. Und meine Golems laufen in jedem Fall laufen meine Golems Richtung der ersten Defense-Gebäude hier. Und wir schauen mal, wie ich das hier gelöst habe. Also ein Golem raus und geguckt, auf welche Verteidigung der denn eigentlich geht. Jetzt hole ich meine Magier schon raus und ich muss sagen, ich spamme einfach so ein bisschen meine Bowler. Hier passte das auch ganz gut, denn die hatten ja erstmal jetzt nur eine Richtung. Und so ein bisschen ziehen sie sich jetzt zu den Clanburg-Truppen hin. Kleiner Fail hier. Mauerbrecher-Fail. Ihr seht das hier unten sind die Mauerbrecher und die gehen natürlich auf diese Ecke hier, weil die viel näher ist als diese Ecke hier. Und hier sind auch Gebäude dahinter. Hier ist erstmal kein Gebäude. Kann sein, dass sie da auch hingegangen wären, ist aber nicht so schlimm. Ich habe sie erstmal mitgehabt und setze auch gleich einen Sprung, das werdet ihr sehen, weil ich gedacht habe, naja, komm, die Mauerbrecher da sind ziemlich unnötig, aber mein Sprung war ganz gut. Und jetzt geht das hier mit meinen Truppen. Ja, der nervige Babydrache hat noch relativ lange überlebt, aber ich gehe ein bisschen weiter raus für euch, damit ihr jetzt seht, wie es eigentlich weitergeht. Und an der Stelle ist die Queen noch nicht ganz raus, ihr seht das, aber meine Queen macht gleich noch die gegnerische Queen. Ja, also meine Queen macht noch die gegnerische Queen. Hier unten schon mal die ersten Loots gesetzt vor den Hunden. Das muss immer sehr, sehr schnell gehen. Also ich tippel da auch dann immer wie so ein Irrer. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Loons und direkt dahinter die Hunde. Da kriegt vielleicht der ein oder andere Loon vielleicht schon mal Beschuss. Hier an der Stelle erstmal nicht, denn hier ist alles abgelenkt. Hier ist jetzt im Moment alles abgelenkt. Also die Golems sind hier auf dem X-Bogen. Und auch die Queen schießt darauf. Also kann es hier erstmal ganz genüsslich weitergehen. Und ihr seht das, meine Ballons kriegen erstmal noch überhaupt keinen Beschuss. Und jetzt geht das hier weiter Richtung Base rein. Außen jetzt auch nochmal Loons, jeweils immer mit Eilzauber unterstützt. Und ich hatte mir in diesem Kampf hier ja keinen Heilzauber aufgespart. Manchmal mache ich das auch ganz gern mit Heil. Je nachdem, wie weit ich komme, wie weit mein Killsquad kommt. Und auch hier werde ich es nicht ganz schaffen. Ich werde es nicht ganz bis zum Ende schaffen. Ist aber alles nicht so schlimm. Ihr seht, ich habe hier noch richtig die Masse an Loons, aber die Ecke hier hinten ist auch heftigst verteidigt. Eigentlich hätte ich von hier hinten reinkommen sollen, damit diese Gebäude hier raus sind. Denn die machen natürlich meinen Ballons jetzt komplett das Gar aus. Aber ihr seht das hier unten. Ich habe noch eine voll zündbare
Queen hier. Und die brauche ich jetzt nur noch, eigentlich nur noch den Magerton machen. Allerdings hatte ich auch nicht mehr viel Hirnpolster. Und auch bei dem Angriff habe ich gedacht, oh Toto, jetzt macht natürlich der Magerton hier meine kleinen Bogenschützen weg und auch ein bisschen Schaden an meiner Bogenschützenqueen. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, oh nö, jetzt schießt der doofe Minenwerfer, der ist maxed für einen Artus 9 und macht jetzt womöglich meine Queen kaputt. Wäre nicht so schlimm gewesen. Ihr seht das, hier unten habe ich genug Truppen. Ich habe auch ein paar Lava-Welpen noch dabei, die hätten natürlich den Minenwerfer aus der Luft gemacht. Und ich glaube, das ist auch der hier, ist mir ganz, ganz gut gelungen. Also zweite Taktik, lupenreiner Golalun und immer so ein bisschen was dabei gedacht. Also ich stelle das jetzt nicht großartig um und ich bin ja heute extra mit dem Pärchen unterwegs, wo ihr so alle irgendwo rumschwebt. Also ich wollte das jetzt nicht mit meinem Max RH9ern machen, denn die machen das nochmal ein bisschen anders, ein bisschen abgewandelt. Vielleicht nur mit einem Golem. Kann man nämlich auch machen, als kleines Killsquad ein Golem nehmen, mehr Loons oder noch ein Lava-Hund dazu. Das müsst ihr halten, wie ihr wollt. Also je höher, oh Mann, je höher hier, ah ja, mein Popschutz, je höher hier, das muss ich noch abstellen, der hängt hier so weit außen. Je höher die Helden sind, desto weniger kannst du an Truppen mitnehmen, weil die Helden halt sehr, sehr viel reißen. Und hier im Rathaus 9 Bereich, denke ich mal, reißen die auch relativ viel. Eine Taktik bin ich euch eigentlich noch offen. Also wir haben den Klankrieg gewonnen. Ich wusste es gar nicht, ob ich schon gesagt hatte. Ich glaube noch nicht. Aber für eine Taktik muss die Queen nicht rausgenommen werden. Die zeige ich euch einfach mal jetzt. So, und zwar ist das eine Taktik mit Walküren. Ihr seht das hier, 14 Walküren. Sie nennt sich ja auch der Falken oder The Falcon. Und es wird ein Queen Shot, also ein Queen Walk vorweggeben. Der Funnel wird in der Regel mit dem Babydrachen gemacht. Ein Loon habe ich noch so ein bisschen so zur Ablenkung mit dem Queen Walk. Drei Mauerbrecher nur dabei. Ein Sprung, zwei Wut, ein Heil. Ich habe jetzt mal unüblicherweise hier Magier im Deck. Im Deck, wie komme ich eben auf das Deck? Wahrscheinlich, weil ich heute ein bisschen zu viel Clash Royale gespielt habe. Also hier habe ich ein paar Magier zu viel eigentlich. Eigentlich gehören hier unten Bowler rein, ist das Optimale. Ist jetzt mal nicht so schlimm, dass hier jetzt Magier drin stecken. Ich muss noch das komplette Event hier spielen. Ihr seht, ich habe noch keinen einzigen Angriff gemacht, weil ich mir das so ein bisschen für euch aufgespart habe. Also auch ich so ein bisschen so als YouTuber gucke immer, was passt, wann passt es. Und im Moment passt es sehr, sehr gut. Also zumindest mir in Kram. Und ich muss auch gar nicht, ich hätte fast gesagt, ich muss gar nicht lange suchen, aber die Base war jetzt nicht so pralle. Wir suchen uns mal so eine ACK-Base raus hier. Okay, das ist jetzt keine CK-Base, ja, das ist jetzt keine CK-Base, sondern das ist eher eine Base, eine Farm-Base. Und aber sie hat einen aktiven King, da habe ich jetzt auch ein bisschen drauf geguckt, aktiven King, aktive Queen. So also ein bisschen in meiner Range. Ja, wir gucken mal. 17er Queen. Okay. Die ist jetzt ein bisschen höher als meine Queen. Es ist aber bei diesem Angriff muss die Queen nicht unbedingt raus. Und wir gucken mal, wie wir hier vorgehen können. Also, was haben wir eigentlich gesagt? Wir haben gesagt, wir machen einen Queen Walk. Dann fangen wir hier hinten auch an. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen, wo die Queen hingeht. Ihr seht meine Zauber. Ich habe zweimal Wut und einmal Sprung dabei und einmal Heal. Mal sehen, ob wir hier noch was durchheilen können dann in der Mitte. Ich muss jetzt aber erstmal gucken, wo meine Queen so ein bisschen hingeht. Also wo es die jetzt so ein bisschen hintreibt. Die bringe ich jetzt auch mal kurz in Wut. Sonst packt die das da nicht. Entweder geht es jetzt nach oben oder sie geht nach unten, je nachdem wohin. Eigentlich hätte ich jetzt allerdings schon so ein bisschen rumfunneln können. Ich gucke jetzt nochmal, wenn der Magierturm weg ist. Okay, dann geht sie nach da. Dann kann ich hier ein bisschen weiter funneln. Und jetzt schaue ich mal, jetzt könnte ich eigentlich schon so ein bisschen so einen Lohn mal setzen hier, jawohl. Und ich schicke jetzt mal meinen Dicken hier rein in die Base, unterstützt von ein paar Magiern und von ein paar Mauerbrechern. Meine Magier jetzt hinterher. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier den Sprung ansetzen können. Ich denke mal, der Sprung ist hier optimal positioniert. Denn jetzt gehen, ihr seht das jetzt, ich meine Walküren sind alle auf Level 2. Jetzt gehen die natürlich hier brutal durch die Mitte durch. Einmal noch unterstützt jetzt von einem gnadenlosen Wut. Einmal Gift auf die Queen hier und den Heil haue ich jetzt in die Mitte rein. Ich denke mal, das werden jetzt nicht unbedingt 3 Sterne. Wir gucken mal, wie weit die Walküren hier kommen. Auf 2 durch die harten Mauern ist das schon ein bisschen schwierig. Ich habe hier noch so ein paar Truppen außen. Ich denke mal, da hole ich mir hier außen so ein paar Prozent. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen auch bisschen drauf schauen, wie meine Queen so ein bisschen läuft. Und naja.
Die darf ich jetzt nur nicht vergessen hier. Unten sind noch so ein paar Magier, die machen noch so ein bisschen äußerliches Cleanup, aber ihr seht das so ein bisschen, habe ich jetzt die Valkyren zum Funneln genommen, beziehungsweise zum Tanken genommen. Jetzt kriegt meine Queen natürlich derbe Asche hier. Ich hoffe, ich habe sie nicht vergessen zu zünden. Also Queen immer gezündet und im Idealfall sage ich jetzt mal mit vielleicht Bowlern in der Clanburg. Oh, ich habe hier immer noch eine Bogenschützin. Wo kann ich die denn eigentlich einsetzen? Ah, schade. Achso, meine Queen war noch unter Heilung. Und jetzt gibt es hier Magier unter Heilung. Wunderbar. Magier unter Heilung. Hier hinten ist nichts mehr. Ach doch, komm. Die kleine Bogenschützin hier kann auch mal den Barbaren hier helfen, durch die Lücke hier zu kommen. Und ihr seht das hier, so ein Magier in Heil. Echt klasse, ne? Echt nicht schlecht, muss ich sagen. Das ist hier der Held des Tages. Und jetzt, jetzt braucht er natürlich endlos lange. Ich weiß nicht, ob der jetzt vier Mauernstücke auf einmal klopft oder ob er eigentlich nur auf eins klopft. Aber er braucht schon ganz schön lange für so ein Magierstück. Und hier unten sind die jetzt schon am Lager. Immer noch nicht. Okay. Ja, Mauern darf man nicht unterschätzen. Na komm, machen die jetzt noch einen Schlag auf das Lager hier? Jawohl, einen Schlag machen sie noch. Okay. Aber ich denke mal, 76% ist gar nicht mal so schlecht mit meinen zweier Valkyren. So kann man es in jedem Fall machen. Das könnt ihr auch im Clankrieg machen. Und deswegen ist es nicht ganz abwegig. Die erste Kombi, die ich übrigens hatte mit den Packers, die könnt ihr ja übrigens auch abwandeln. Hatte ich euch gesagt, kann man Riesen für nehmen. Da ist jeder anders. Ich habe jetzt mal hier Riesen genommen. Und habe ein paar mehr Hogrider genommen. Also 15 Hogrider. Hier ein paar Riesen, ein paar Magier, also auch so kann man das machen. Je nachdem, wie es einem beliebt, da müsst ihr selber mal ein bisschen ausprobieren. Aber ihr habt jetzt heute mal ein bisschen so einen kleinen Status von meinem Rathaus 9 gesehen. Hier 5 Arbeiter pennen, ich muss nur noch den X-Bogen mit 5 Millionen machen. Den wollte ich allerdings erst machen, wenn meine Helden wieder ein bisschen höher sind, damit mein Kriegsgewicht noch so ein bisschen weiter drunter bleibt. Und ich hoffe, den RH9er zumindest hat diese Folge gefallen. Es wird in jedem Fall wieder ein bisschen mehr geben. Ich habe wieder ein bisschen mehr getestet. Das Mikro geht mir ganz schön auf den Pinsel. Ich muss das noch mal so ein bisschen nachjustieren. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis dahin, euer Toto Clasht.